Was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Er verschont ihn sogar. Vermute ich jetzt. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim? Halt! Bitte! Ezio hat ihn nicht umgebracht, aber... Der Bruder. So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Damit ist Sequenz 8 beendet. Oder? Sequenz 8 zu Ende, oder? Nicht? Ja, doch zu Ende. Nun gibt's nur noch die Sequenz 9 und da glaube ich sind's 2. Toll, gut dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich, Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant, also ich bin jetzt Neurochirurg, na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Wie eine Lady Macherfracker oder was auch immer Rebecca gesagt hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du? Er ist schwul. Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerung. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot! Durch Schwulheit! Geh! Geh! Nee, Spaß. Der rettet ihn, indem er ihn Vorsprung gemacht hat. Los, Desmond! Enttäusch Subjekt 16 nicht! Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon. Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altair's Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Ich mach mal kurz einen Cut, bis Verzeih, gleich. Dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Löchen, ja. Am Ende ist dann noch Avamedia abgekackt, out of range. Das war wieder ganz toll, mitten in der Sequenz, wo Ezio gesprochen hat. Ja, das kann ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber jetzt gehen wir einfach damit weiter. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Dieser Anstieg.
Eco Sibelle, Qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Dann gehen wir mal da rein. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht, aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen, sie zu vergessen und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Das Ende der Straße. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Oh, das ist es, ja. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse. Beunruhigende wie verstörende. Wissen, dass geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Noch hier? Ah, keine Tipps gebraucht. War ganz einfach. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Wieso zündet es an, also? Da geht doch nur kurz rein, guckt das Buch, holt es raus und fertig. Sind die überhaupt Bücher? Alles leer. Und es soll Altairs keine Bibliothek sein. Auch schon bemerkt. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur da sehen wir Altair. Wieso wurde er nicht begraben? Wieso wurde er hier unten eingeschlossen? Oder? Das werden wir jetzt gleich sehen. Hm.
Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. So ist also dort drinne. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Hier machen wir einen kurzen Cut. Bis gleich. Was kannst du sehen? Hallöchen und willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Ja, eher gesagt, habe ich jetzt eine kleine Pause gemacht, weil vorhin. Ja, aber Media gesponnen hat, dann ist gerade eben wieder und da in der Mitte habe ich halt eine kleine Pause gemacht, um zu gucken, was da gerade war. Jetzt habe ich es herausgefunden und dann machen wir mal weiter. Das hat irgendwie rumgesponnen. Mein PC ist abgekackt irgendwie. Aber was geschieht mit uns, Alter, ihr? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Und hier haben wir einen kleinen Ausschnitt. Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Ich sag jetzt besser... Maria? Nichts. Während der Sequenz. Sagt, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden. Bis der richtige Zeitpunkt kommt. Setzen Sie sich hin und ruhen Sie sich für einen Moment aus. Oder was da stand, das war ein bisschen zu schnell, konnte ich nicht lesen. Nun, Alter, ihr. Für jeden Mann ist mal die Zeit gekommen. Und so ist er dann gestorben. Ein friedlicher Tod. Ganz friedlich, ohne Schlägereien oder durch jemanden, wo ihn mit Messer stochen hat. Er ist ganz friedlich gestorben. Ja, jetzt geht's eigentlich nur noch dorthin. Noch ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond.
Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben, wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Am Ende hat er dann auch verstanden. Kannst du mich hören, Sifa? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt.
Welt bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art. Und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter. Gemeinsam. Um aufzubauen. Zu erneuern. Höre. Du musst dorthin. Zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt. Vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen.